Neben mir stehen zwei der begnadetsten Baumeister der Bundesrepublik. Zum einen wäre da der Joe. Hallo. Hallo. Und der Uwe. Ich grüße dich. Hallo. Zwei Rheinländer hier zu Gast in Skelberg. Und ihr habt wieder tolle Sachen mitgebracht, denn zwei Bücher werden in Kürze veröffentlicht. Aber wir können mal drauf schauen, was ihr mitgebracht habt. Und das wird dann auch teilweise sich in den Büchern natürlich wiederfinden. Wir fangen an mit euren richtig coolen Ford-Modellen. Und da gibt es eine Besonderheit. Ja, die Besonderheit besteht darin, dass wir uns ein System überlegt haben, das modular zu bauen. Wir haben eine Basis, die aus einem Chassis besteht. Dann kann man sich aussuchen, was für einen Kabinenaufsatz man haben möchte. Einen modernen 2015er oder einen altertümlichen 1978er. Den sehen wir da hinten bei dem Kasten. Und dann zeigen wir eine Version für einen Aufsatz, das ist ein Flachbettaufsatz, weil der wenig Seiten braucht für eine Bauanleitung. Das Buch hat nur knapp 200 Seiten. Und dann bieten wir eine Menge Inspiration und Anregungen an verschiedenen Aufsätzen. Deswegen haben wir hier auch so viele stehen, die Polizei, Krankenwagen, Abschlepper und so weiter. Das alles als Bauanleitung zu bringen, ist unmöglich. Aber wir haben gesagt, wir zeigen einmal das Grundprinzip. Dann kannst du mit verschiedenen langen Achsen, verschiedenen langen Aufsätzen oder verschiedenen Fronten, kannst du es auch direkt umsetzen. Machst du die Front mit einem Gummi, hast du dann keinen Ford mehr, sondern einen Dodge. Ja, und das geht relativ schnell. Und das ist quasi die Besonderheit an dem Ganzen. Da haben wir neue Ideen drin verwirklicht, wie man Türklinken machen kann, wie man Spiegel machen kann, die in alle Richtungen verstellbar sind. Und da haben wir tatsächlich ein halbes Jahr an einem Erstentwurf von einem anderen Kumpel, von dem Eugen, weiterentwickelt. Also es ist ein langer Prozess. Wie ist es denn mit dem... ein langer Text. Wow. Wie ist es denn mit dem Joe zusammenzuarbeiten? Ihr seid ja beides quasi Baumeister. Man hat ja immer so seinen eigenen Kopf im Endeffekt. Läuft das gut? Gibt es auch mal eine Schlägerei am Abend? Wie läuft das ab? Nee, eigentlich nicht. Also es läuft eigentlich ziemlich konstruktiv ab. Kritikfähig sind wir beide. Und manchmal ist es ja auch so, dass der eine hängen bleibt. Dann hängst du an ein Modell und machst und tust und dann denkst du... irgendwas stimmt nicht, irgendwas geht nicht voran. Und dann bin ich eigentlich immer froh, wenn ich es ihm in die Hand drücke und sage, sag mal hier, ich bin betriebsblind, was ist denn da? Hast du irgendwas? Ja, wir hatten tatsächlich einen coolen Moment. Ja. Wir hatten gedacht, wir sind komplett fertig mit dem Auto. Ja. Und da habe ich gedacht, nachdem wir so 6 bis 8 verschiedene Versionen schon hatten, habe ich gedacht, eigentlich ist die Kabine falsch. Die muss eine halbe Noppe nach vorne. Dann hat er schon einen Schweißausbruch gekriegt. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es mal. Und dann hat er sich das angeguckt und hat gesagt, scheiße, du hast recht. Dann mussten wir alles nochmal umbauen. Also dasselbe Prinzip, John Lennon, Paul McCartney, das na-na-na-na, aber hey Jude, bleib dran. Das hat John damals gesagt. Sehr schön. Dann schauen wir mal hier auf eure beiden sehr schönen Dioramen. Also die Fahrzeuge sind modular, man kann wunderbar die Kabinen tauschen hinten. Und dann habt ihr aber auch mitgebracht, ich bin ja immer Freund, wenn man es auf der Schiene ist. Ja. Und da haben wir jetzt die kleine Lok, Uwe. Und die ist auch im Buch drin. Also wir haben ja, muss man kurz sagen, es gibt Bricks and Tricks, die zweite Auflage. Und es gibt das Köln-Buch vom Joe. Ja. Und in Bricks und Tricks, da habt ihr quasi verschiedene Modelle drin. Und die Lok darf nicht fehlen, richtig? Ja, also es ging darum, dass der Hehl Verlag auch mal eine Lok haben wollte. Und eine Dampflok, was so mein Hauptthema ist, wäre zu groß gewesen, hätte den ganzen Rahmen gesprengt und dann haben wir uns auf die kleine Kö geeinigt, die Kö 1. Ist ziemlich einfach nachzubauen und auch in einem Plan oder in der Bauanleitung sehr gut darstellbar. Ist von meiner Rangierlok-Reihe so einer meiner kleinen Favoriten, meiner Lieblinge, weil sie etwas ungewöhnlich ist. Also, lässt sie sich denn motorisieren? Ja, sie ist motorisiert. Also im Buch ist der Trick dann oder der Feature folgender, dass wir einmal ein Schiebefahrwerk haben und dann einmal es sich mit dem alten 9-Volt-Block motorisieren lässt. Im Schiebefahrwerk ist es aus dem Hintergrund, wenn einer es mit Power Functions machen möchte, dann kann er das in den Waggon einbauen und dann fährt die auch. Sie ist leider zu klein im ganzen Körper, um jetzt auch mit dem neuen Bluetooth zu arbeiten. Aber es lässt sich in den größeren Variationen mit dem Bluetooth demnächst arbeiten. So. Sehr, sehr schön. Also die kleine Lok darf nicht fehlen. Dann schauen wir mal weiter. Also das Besondere, das hast du eben schon gezeigt, du kannst hier quasi, wenn du so willst, hinten den Body nehmen und kannst ihn auch auf andere Aufsätze draufstecken, bei den Fords. Bei den Fords, genau, ja. Da kannst du dir ja selber überlegen, ob du eine breitere Achse machst, eine weiter entfernte Achse.
ob du verschiedene Jahrgänge, Epochen oder so darstellen willst, ob du auf zivile Fahrzeuge gehst, auf Einsatzfahrzeuge. Du kannst sogar, wenn du mit einem Zusatzmodul arbeitest, was dann auch als Explosionsfoto im Buch ist, kannst du auch auf einen Pickup gehen. Ne, dass du sagst, Grundprinzip ist einmal verstanden. Natürlich kannst du den hinteren Aufsatz nicht modular bauen, weil er einfach viel zu klein ist. Aber da zeigen wir auch, wie das geht. Bevor wir zu deinem hundsgemeinen Modell kommen, dazu kommen wir, um schon mal anzuteasern, was gleich passiert. Jetzt bin ich gespannt. Schauen wir nochmal, was hier so abspielt. Also du bist hier quasi jemand, der stellt auch unglaublich gerne dar, wie man so Autos quasi, ich sag mal so, bepinseln kann. Ich finde das großartig, wie du diese Stifte darstellst. Es ist hier alles Lego, die Tasse ist Lego. Wie kommt man auf solche Ideen? Ich weiß gar nicht, wo der eigentliche Anstoß herkommt. Ich habe irgendwann mal was gesehen, was aus Lego gebaut war, was täuschend echt aussah wie ein Original. Und erst auf den zweiten Blick hat man es als Lego erkannt. Und das ist sehr reizvoll gewesen von Anfang an. Da habe ich angefangen, was kann man denn machen? Man sieht ja sehr viel draußen inzwischen. Die Leute bauen hauptsächlich Büromaterialien wie Tacker oder Locher oder Telefone oder irgendwas. Und da ich gerne noppenfrei baue, ist das eigentlich genau mein Arbeitsbereich. Es soll aussehen auf den ersten Blick wie nicht Lego und auf den zweiten Blick dann erkennt man es und dann ist es umso verblüffender. Genauso wie bei der Carrera-Bahn. Ich habe ganz oft gesehen, dass die Leute sagen, wieso hast du denn da ein Lego-Auto auf eine Carrera-Bahn gestellt? Nee, guck mal genau hin. Ich sehe schon, ihr beiden werdet dann schon in den Abendstunden richtig Gas geben. Aber wir schwenken jetzt so langsam um zu einem Modell, das ich bei dir bei Insta, wie man sagt, bei Instagram gesehen habe, was mich begeistert. Denn wir haben ja eine solch kleine Maßstäblichkeit und du hast den Kölner Dom perfekt getroffen. Das ist auch ein Modell, das ist im neuen Buch drin. Ich finde es Wahnsinn. Sag was zu. Ja, während ich an dem einen Buch schon all meinen Hirnschmalz verbraucht habe, kam eine Anfrage, ob ich auch ein Buch über Köln machen könnte. Und da jetzt im November die Fanwelt in Köln ist, habe ich gesagt, dann müssen wir es jetzt sofort machen, parallel zu dem anderen Buch, weil sonst ist erst wieder 2 Jahre später der nächste Event in Köln und das muss passen. Und dann habe ich halt Gas gegeben und habe die Auflage gehabt, so 6 bis 8 Modelle, aber wir haben auch knapp nur 100 Seiten. Und da habe ich erstmal gebaut, was alles geht. So, und unter anderem halt auch diesen Kölner Dom, der dann leider zu groß geworden ist, um als Bauanleitung umgesetzt zu werden. Das hätte die Seitenzahl gesprengt und ich hätte nur ein Modell drin gehabt. Also ist er nochmal in eine Version kleiner zerlegt worden und dann haben wir die als Bauanleitung drin, halt zugunsten der Vielseitigkeit. Aber weil er halt so gut ankommt, haben wir ihn auch als Schmuckbild und als Szenenbild und mit ein paar Details natürlich auch noch im Buch mit drin, klar. Weil wir wollen schon zeigen, was geht. Und es ist auch ein Ansporn für uns, die Kreativität irgendwie zu wecken. Wir können ja nicht einfach alles als Bauanleitung sagen und dann sagen, seid kreativ, weil das ist ja ein Widerspruch. Man muss auch mal gucken, weil es gibt auch Kommentare bei Amazon, dass es viel zu einfach wäre zu bauen. Dann gibt es Leute, die sagen, es ist viel zu schwer zu bauen und so. Und wir wollen halt alle ansprechen. Ne? Die einen kriegen halt eine Bauanleitung und die anderen kriegen halt eine Nuss, die sie noch knacken müssen, indem sie keine Bauanleitung haben. Der Uwe und der Joe, die wollen alle abholen. So muss das sein. Wir haben hier noch, wollen wir nicht überspringen, das ist auch sehr schön, hier den Hafen in Köln. Auch sehr schön dargestellt, auch ganz minimalistisch, aber richtig gut getroffen. Mit dem Bötchen vor, das passt. Ja, genau. Es gibt halt so ein paar Dinge, die optische Wahrzeichen sind. Wenn man irgendwelche Leute aus Köln und Umgebung fragt, gib mir mal 10 Sehenswürdigkeiten. Lego Store, ja, Dom. Ich habe die lustigsten Sachen gehabt wie Christopher Street Day und die Skater vorm Dom und so weiter. Aber ich habe tatsächlich eine Menge Leute gefragt und habe mir eine Strichliste gemacht, was wurde am häufigsten genannt. Und wirklich die 8 häufigsten Modelle habe ich versucht umzusetzen. Da sind auch noch ein paar andere Überraschungen mit drin. Basis, nicht alles verraten. Hier. Basisdemokratisch, sehr, sehr schön. Also, wunderbare Modelle, Carrera haben wir gezeigt. Jetzt, bevor wir noch die Vehikel vorne zeigen, muss man sagen, ich bin ja total geflasht von den Bäumen. Wer hat denn diese Bäume gebaut? Uwe? Ja, bin schuldig. Bin ich vollkommen schuldig. Also, es hat geschneit.
Es hat geschneit, ja. Ich habe Bäume mal gesehen irgendwo und habe gedacht, naja, muss ja auch noch gehen. Muss dazu sagen, aber es ist eine Materialschlacht. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Und eine Bauanleitung jetzt von diesen Riesenbäumen zu machen, das würde dann auch ein Buch sprengen. Ist ja auch leider zum Opfer gefallen, der Seiten. Ja, genau. Wir hätten eine Schneetanne als Bauanleitung drin gehabt, aber die Seitenzahl hat es nicht zugelassen. Und da mussten wir uns entscheiden, was nehmen wir denn jetzt raus? Mir persönlich, okay, das Herz geblutet, wäre jetzt übertrieben, aber wir mussten uns entscheiden, machen wir die Ford-Serie ganz drin oder lassen wir davon was weg? Und da wäre das ganze Konzept über den Haufen geschmissen gewesen. Also war es die Tanne. Aber wir können natürlich trotzdem draufschauen und träumen. Ja. Ich finde großartig, wie du hier die Reifenspuren darstellst, wie du den gehäuften Schnee darstellst. Wenn ich fragen darf, wie viele weiße Elemente hast du noch in deiner Sammlung aktuell, Joe? Ich dachte, du fragst mich, wie viele weiße Elemente hast du verbaut? Ich habe mich schon auf meine Antwort alle vorbereitet. Nee, also tatsächlich, gerade diese runden 1x1-Fliesen und auch rein weiße 2x2-Fliesen sind komplett leer. Das Problem bei Weiß ist, wenn du die aus verschiedenen Chargen bekommst und verbaust die in einer planen Fläche, dann siehst du die Farbunterschiede. Also haben wir erstmal so die Hälfte verschneien lassen, haben noch nachbestellt, haben die zweite Hälfte verschneien lassen und dann war links heller, rechts dunkler. Dann haben wir alles wieder runtergenommen, haben die einmal durchgemischt und wieder neu aufgesetzt. Also sind wirklich aber weiß, so extrem bei Unterschiede. Weiß sind die Farbunterschiede auch sehr extrem. Geht ja. Ins Bich rein, das geht wirklich ins Bich rein teilweise. Ja. Und das sieht man dann. Also es sah aus wie zwei Modelle aneinander geschoben. Da war ein richtiger Cut zwischendurch, das ging nicht. Natürlich nicht schön, aber das Resultat ist großartig. Also Fargo hier, hinten noch gibt es eine Waffel für zwischendurch. Ja. Das passt. Soll das nochmal erweitert werden? Ja, ist es schon ein bisschen größer. Wir haben es halt nur hier auf ein zeigbares Minimum begrenzt. Es ist großartig. Jetzt schwenken wir nochmal einmal hier weitere Ford-Modelle, die sich auch wieder kombinieren lassen. Sehr schön finde ich hier, mir war diese bedruckte 1x6-Fliese gar nicht bekannt. Wo hast du die denn her? Boah, wo die ursprünglich drin vorgekommen ist, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber schon länger her, ne? Oder? Ja. Erst gab es sie in Gelb und ich finde, Holz ist nicht gelb und irgendwann gab es die in Beige und dann habe ich sie in einer großen Stückzahl erstmal auf Vorrat bestellt. Irgendwann habe ich einen Boxring gebaut, da war das so der Fußboden von dem Boxring und jetzt habe ich halt viele Verwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel hier der Kastenaufbau. Und hier, wenn man schon in Manhattan, New York war, Ostküste, das ist ein Einsatzfahrzeug. Ein Eyecatcher, ja, das erkennt man. Ich bin ja, wie auch in früheren Interviews erwähnt, ein großer Filmfan. Und in jedem zweiten Blockbuster kommt eine Ambulanz drin vor und jeder dritte ist meinetwegen in New York entstanden. Und so ist es eigentlich wahrscheinlich für jeden ein Auto, was man schon mal gesehen hat. Bevor wir noch zu dem letzten Eyecatcher kommen, noch ein letzter Blick zu deinen tollen Minis. Du hast jetzt den Mini auch in Dark Blue dargestellt. Ich habe dich gefragt, kann ich ihn mitnehmen? Du hast mich angeguckt und große Augen gemacht. Unverkäuflich, Sammlerstück, fantastisch. Willst du noch weitere Farben unterbringen, also noch weitere Modelle bauen? Ich sag mal so, wenn du ernsthaftes Interesse hast, lässt sich bestimmt eine Kopie erstellen. Lieber Joe, sag doch sowas nicht. Mein Original gebe ich natürlich nicht her, das bleibt in der Sammlung. Das ist ein richtiges Schmuckstück. Also ich mag, du postest die immer bei Instagram, ich kann immer da, also die sehen so fantastisch aus. Dankeschön. Also es gibt wirklich, wenn du von Meter Entfernung guckst, du denkst, Mensch, das ist ein Modellauto, also wirklich fantastisch. Ja, was ich eigentlich gerade noch sagen wollte, war, dass ich, glaube, 8 verschiedene Versionen gemacht habe, wo immer wieder neue Elemente von Lego erschienen sind, wo ich dann immer wieder nochmal gesagt habe, jetzt machst du nochmal das Dach anders, jetzt machst du nochmal die Front anders. Und da ich nie ein Modell zerlege, was ich irgendwann mal gebaut habe, habe ich alle Versionen noch. So, und ich weiß auch nicht, ob das der letzte Stand der Dinge ist. Deswegen, ich gebe die Autos so erstmal nicht her. Ne? Aber wenn man dann alle nebeneinander stellt, hat man auch direkt verschiedene Versionen, ne, die auch einen sportlichen oder einen Standard-Mini darstellen und auch verschiedene Farben. Dunkelblau habe ich lange drauf gewartet, jetzt warte ich auf dunkelrot.
Dark Red. Ein wichtiges Element gibt es jetzt in Light Bluish Grey. Das wird also das nächste Modell wird Light Bluish Grey werden. In welcher anderen Farbform weiß ich noch nicht. Aber ich höre nicht auf. Also grandios, eines meiner absoluten Lieblingsmodelle aus deiner Schmiede. Und dann haben wir noch hier ein kleines Diorama und da habe ich eben schon geguckt, das sind ältere Elemente, richtig? Also dieses kleine Raumschiff. Das ist gut erkannt. Das ist auch eine Sache, wo wir uns angenommen haben. Es gibt immer wieder mal so die Steine sind total selten Fragen, wo wir gesagt haben, ja, mag sein, ne? Aber manche hat davon eine ganze Kiste voll, manche hat gar keine. Woher soll man wissen, wer was hat? Und manche Leute sagen, mit dem Stein kann man nichts anderes bauen als das, wofür es gedacht ist. Und das ist auch ein Thema in unserem Buch, dass wir sagen, es gibt super neue Elemente, die wirklich sehr hilfreich sind, die noch keiner kennt, aber wir zeigen sie schon mal. Und genauso gibt es auch super alte Elemente, wo man denkt, wie jetzt hier diese roten Flügel an den Seiten und oben, sind eigentlich Schiffsgewichte aus den 60er Jahren, wo man wirklich ein Boot mit in die Badewanne nehmen konnte, damit es nicht kentert, hat man das Gewicht unten dran gebaut. Und es ist nie für was anderes verwendet worden. Und das ist halt auch so der Anreiz, das nennt sich dann Nice Part Usage, dass man sagt, ich guck mal, was man da noch mitmachen kann. Und so ist dieses Raumschiff entstanden. So ein bisschen in diesem Science-Fiction der 70er Jahre. Ne? Für alle, die jetzt ins Schwärmen gekommen sind, einiges davon kann nachgebaut werden. Lieber Uwe, ab wann ist denn das Bricks and Tricks Buch erhältlich? Eigentlich jetzt ab Herbst. Oktober ist so die Zeit, wo es rauskommen soll. Es ist momentan im Druck und es ist nur eine Frage von Tagen, Stunden, Wochen. Es wird bald ausgeliefert. Wir stellen es auf jeden Fall noch auf zusammengebaut vor. Und ab wann können alle Köln-Freunde ihren Dom nachbauen? So einem ähnlichen Zeitpunkt. Es wird auf jeden Fall groß präsentiert auf der Fanwelt in Köln. Bis dahin ist es auf jeden Fall da und online früher. Lieber Uwe, lieber Joe, das sind wieder großartige Modelle, die ihr hier aufgefahren habt. Ich wünsche euch weiterhin stets kreative Stunden, gemeinschaftlich. Und dann hoffe ich, dass wir uns mal wiedersehen und ihr erneut tolle Modelle erstellt habt. Vielen Dank, lieber Uwe. Joe, auf bald. Sehr gerne. Scareback Fan Weekend 2018. Ciao.